Das ist eine Karte, die zeigt weltweite Mobilitätsströme. Die Karte hat einen kleinen Trick. Sie zeigt nämlich gleichzeitig die Größe der Länder an, also die Bevölkerungsgröße der Länder an, aber das lassen wir mal beiseite. Die Karte kann ich auch für weitere Zwecke noch benutzen. Sie sehen auf jeden Fall unglaublich große Mobilitätsströme heute hin und her. Sie sehen, dass vor allem die Nordhalbkugel in starker Bewegung ist und dass unglaublich viele Menschen hin und her reisen, hin und her ziehen, umziehen. Ich weiß nicht was. Die Mobilitätsströme sind eben keine Migrationsströme mehr. Migration ist von gestern. Es sind Mobilitätsströme. Es gibt Menschen, ich habe im Westen der USA mit Menschen geredet, die mal hier, mal dort leben, mal hier, mal dort bei Firmen gelebt haben. Die können gar nicht genau sagen, was sie eigentlich sind. Das interessiert die auch gar nicht. Sondern sie macht es einfach Spaß, so zu leben. Sie sind sozusagen moderne Arbeitsnomaden. Es gibt ganz viele unterschiedliche Formen der Mobilität heute. Weltweite Migrationsmobilitätswege sind übrigens, die Wege als solche sind uralt. Die sind gar nicht neu. Aber die Zahl der Menschen, die sie benutzen, das ist neu. Das hat unglaublich zugenommen. Und jetzt bringe ich Ihnen noch eine zweite Karte, die kennen Sie vielleicht auch schon. Neue Kommunikationsformen. Ja, das ist von Wikipedia. Das ist das Sozialnetzwerk, das andere war von Wikipedia. Das ist Facebook. Da hat ein Mitarbeiter von Facebook mal die Kommunikationsströme, die in Facebook passieren, in dem Internet, in dem Intranet passieren, hat er mal abgebildet. Sie können, das Bild kann man sich nicht so richtig vorstellen, wie das gemeint ist. Je heller, umso dichter die Ströme. Ich weiß nicht, der Beamer ist nicht gut genug. Moment, ich versuche das mal nochmal rauszuholen. Entschuldigung. Also wenn ich so ist, vielleicht ein bisschen größer. Sie können es ja ahnen. Der hat einfach mit seinem Computer gezwungen, die Kommunikationsströme eines Tages als weiße Linien auf dem Bildschirm abzubilden, ne? Sage ich mal bildlich. Und dann sehen Sie unglaubliche Kommunikationsnetze, die sich tagtäglich erstrecken. Fragen Sie mir Ihren Sohn oder sich selber, wenn Sie selber an Facebook beteiligt sind, wen Sie wohin Mails schicken, dann sehen Sie, das Bild entsteht dabei. Und wenn Sie das mal vergleichen mit den Kommunikationsströmen, in selbst so bekannte Geister wie Goethe oder wie Schiller oder Shakespeare eingebunden waren, das können Sie nicht vergleichen. Das ist nicht vergleichbar. Es ist einfach nur absurd, wenn Sie sich das vorstellen. Und dann merken Sie, dass wir in einer ganz anderen Situation leben, die wir eben verstehen müssen. Ja, das ist das Bild. Ich bringe es jetzt nochmal in der normalen Version. Sehen Sie, das ist das Bild, dass, wenn man das verkleinert, dann sieht man gar nichts mehr. Also man muss eigentlich das sich im Original mal anschauen. Kriegen Sie im Internet selber auch. Ja, Auswirkungen auf den Wandel der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Das ist eben das Spannende. Nicht? Wir sehen heute, jetzt bringe ich Ihnen was Schematisches. Sie sehen heute, dass die Gesellschaft sich ganz anders konstruiert, als wir das erwarten. Und jetzt muss ich Ihnen ein Geständnis machen, dass ich mich diesen Begriff Integration völlig bekloppt finde. Sie sehen daran, ich habe eine humanistische Ausbildung. Ich bin nämlich auch einer von den blöden Leuten, die im Lexikon nachschauen. Schauen Sie mal im Lexikon unter Integration nach zum lateinischen Lexikon. Dann merken Sie, dass der Begriff, wie er benutzt wird, mit dem Lateinischen nichts zu tun hat. Absolut nichts. Ist einfach peinlich, aber es ist so. Ja, mit dem Begriff der Assimilation kann man was anfangen. Der Begriff der Assimilation, der kommt aus dem Lateinischen, obwohl wir ihn aus dem Englischen entlehnt haben. Den Begriff der Integration haben wir auch aus dem Englischen entlehnt, aber die Engländer können wahrscheinlich noch weniger Latein als die Lateiner selber. Jedenfalls, der Begriff der Integration ist in unseren Alltagssprache verankert oder verbunden mit dem Begriff der Assimilation. Assimilation sozusagen ist das inhaltliche Qualitätsmerkmal in unserer Alltagssprache. Ich kann aber nicht sagen, das ist falsch. Weil wieder, was der Begriff Integration in Wahrheit bedeutet, hat mit dem Begriff, was wir meinen, gar nichts zu tun. Der Begriff Integration meint ursprünglich, wenn Sie sich die lateinischen Quellen an zurück, heißt es zurückholen, wiederherstellen. Also der verlorene Sohn wird heimgeholt, wenn Sie so wollen. Das einzige Bild, was mir dazu einfällt, was überhaupt ein bisschen mit Mobilität zu tun hat. An sich hat der Begriff nichts mit Mobilität zu tun und hat auch nichts mit Bevölkerung zu tun, sondern hat damit zu tun, dass eine Situation wiederhergestellt war, wie sie ursprünglich war. Also, wenn Sie so wollen, salopp übersetzt, heilen. Können Sie nichts mit anfangen, ich auch nicht. Wie wird er benutzt? Wie wird er gemeint? Integration meint bei uns eine Gemeinschaft. Da denkt man an eine Gemeinschaft, eine Familie. Und Integration bezeichnet in unserer Alltagssprache und auch bei vielen Wissenschaftlern die Beziehung zwischen dem Einzelnen und einer Gemeinschaft. In einer gegebenen Gemeinschaft muss der Einzelne etwas einbringen. Das kennen Sie aus der Familie.
Es gibt Zugangstests, nicht? Verlobungen. Es gibt Mitgliedschaftsrituale, Heiraten. Es gibt Bekenntnisse, spätestens beim Therapeuten. Und es gibt eine hohe Identifikation, die dann oft wieder zur Scheidung führt, weil man sie schafft. Das heißt, sie haben typische kleine Gemeinschaften, in denen herrscht das, was wir unter Integration verstehen, und man erwartet, dass sie sich aneinander anpassen. Und was daraus folgt? Manchmal die Scheidung, Gott sei Dank nicht immer. Typische Probleme, oft sind diese Strukturen sehr patriarchalisch, einer hat das Sagen, meistens ist der Mann. Oft sind sie sehr charismatisch, einer ist der Große, der Macker. Oft sind sie gewalttätig, einer ist das Opfer, der andere ist der Täter. Und oft sind sie sexualisiert, das heißt, vieles von der Macht wird in der Gemeinschaft durch Sex organisiert und auch durchgedrückt. Keine ganz unproblematische Konstellation Gemeinschaften. Diese Gemeinschaften, diese Gemeinschaftskonzeption ist, wie Sie sich vorstellen können, für eine Stadtgesellschaft überhaupt nicht geeignet. Die Städte, die europäische Stadt, die Quellen der europäischen Stadt liegen im Orient, schon die orientalische Stadt, die syrische Stadt, ist sozusagen die Alternative zu einer Gemeinschaft gewesen. Wenn Sie Babylon nehmen, vor jetzt 3200 Jahren, 1,5 Millionen Einwohner, faktisch jede Sprache der damaligen Welt wurde in der Stadt gesprochen, da konnten Sie keine Gemeinschaft organisieren. Wie absurd. Deswegen brauchte man andere Prozesse, man brauchte Rechtssysteme, formale Strukturen, man brauchte Schriftsprache. Und jetzt führt das nicht weiter aus, Sie merken, ich bin jetzt beim Lieblingsthema angelangt. Die Alternative war eben für Stadtgesellschaften, das ist bis heute nicht anders, das ist heute erst recht, zu Inklusion bzw. Akkommodation. Städte müssen sich auf ihre Bevölkerung einstellen, sonst funktioniert es nicht. Das tun sie auch. Was meinen Sie, wie die Städte in Afrika, wie die Städte in Asien funktionieren würden? Shanghai zum Beispiel, wo es keine Verkehrssprache, keine offizielle gibt, weil die Menschen so verschiedene Sprachen sprechen. Oder Indien, wo die Leute ersatzweise Englisch miteinander reden müssen, weil es keine indische Verkehrssprache gibt. Trotzdem funktionieren diese Gesellschaften nicht immer toll, aber sie funktionieren. Die Städte funktionieren irgendwie. Das müssen sie mal schaffen. Da können unsere Sarrazin, da lacht man sich nur tot, aber das ist ein Geschwätz. Wer soll da mal nach Neapel gehen, oder soll man in eine afrikanische Stadt gehen, oder in eine indische Stadt gehen, oder vielleicht auch nur bis New York gehen, soll man seine Thesen da anbringen, dann kriegen die Leute nur Lachkrampf, sagen sie, sind doch nicht im Kabarett hier. Inklusion meint eine Beziehung zwischen dem Einzelnen und einer Gesellschaft, typisch für gesellschaftliche Systeme, für Arbeitssysteme, für Berufssysteme, für Bildungssysteme, für Freiheit und Kultursysteme. Auf der Basis dieser Systeme funktioniert das, sonst ginge das ja gar nicht. Wenn Sie Schulklasse haben und Sie haben in der Schulklasse sehr viele verschieden ausgerichtete Kinder, Sie haben verschiedene Körpergrößen, unendlich lange, ganz kleine, dicke und dünne, und Sie haben Kinder, die viel wissen und wenig wissen, dann haben Sie eine typische Klasse, heute und jetzt 2011, eine diverse Klasse, und jetzt sind Sie als Pädagogin gefordert. Wie stelle ich mich darauf ein? Sie können nicht an die Haustür oder an die Schultür oder an die Klassentür ein Schild machen, nur die Kinder von 1,10 bis 15 dürfen rein. Nur die Kinder, die Deutsch, Hochdeutsch sprechen. Nur die Kinder, die blaue Augen haben. Nur die Kinder, die blonde Haare haben, dürfen rein. Sondern Sie müssen, dazu sind Sie beauftragt, Sie sind eben ein gesellschaftlich organisiertes Bildungssystem, Sie müssen sie alle reinlassen. Und es ist Ihr Job, das ist nicht einfach, sich darauf einzustellen. Akkommodieren, sagt Piaget, wir hatten ja vorhin die Psychologie schon zu Gaste. Piaget benutzt aus der Optik das Bild, nicht? Wenn wir etwas sehen, stellen wir uns mit Augen darauf ein. Wir akkommodieren unser Auge. Das Bild ist das, was in Städtgesellschaften angesagt ist. Sie können eben nicht weggucken. Viele versuchen das ja. Sie müssen Ihr Auge einstellen auf das, was passiert. Sonst rennen Sie gegen die nächste Wand oder aber Sie rennen ins nächste Auto. Ja, das bedeutet, das System muss sich auf den Einzelnen einstellen, es muss sich auf den Einzelnen als seine Umwelt einstellen. Das heißt, wir brauchen einen Gender-Mainstream, wir brauchen Antidiskriminierungsgesetze, wir brauchen interkulturelle Öffnung, wir brauchen Menschenrechte, all dies brauchen wir in ganz einfachen sozialen Situationen ständig, Tag ein, Tag aus, damit dieses System möglichst neutral ist und möglichst alles umfassen kann, damit jeder eine Chance bekommt. Das ist die Idee nach der Stadtgesellschaft angetreten, und Sie können sich vorstellen, dass das nicht einfach ist, dass die Politik das nicht ganz lustig findet, was ich erzähle. In einem System geht es um die Sicherung der Mitgliedschaft. Typische Herausforderungen sind, dass man sich auf das System auch einlassen muss. Die Kids müssen halt auch mal zu Hause sich hinsetzen und was lernen, wenn sie in der Schule Klassenarbeit schreiben. Sie müssen sich individuell arrangieren, sie müssen auch mal in der Klasse das Maul halten und dürfen nicht die ganze Zeit reden. Müssen ja hier auch. Und sie müssen sich beteiligen. Wenn ihnen was nicht passt, müssen sie es sagen. Sonst funktioniert das nicht. Da ist mit einem kurzen Lehrerin der Lehrer vorne alleine. Und die Kids schlafen vor sich hin.
Also es muss Diskurse geben, es müssen Konflikte bearbeiten. All das wissen Sie im Grunde, und so machen wir es ja auch im Alltag, wenn wir es geschickt machen. Und wenn wir es nicht machen, scheitern wir. Viele Leute scheitern, Pädagogen scheitern, andere scheitern, weil sich diese trivialen Regeln des Alltags, die wir alle gelernt haben, die wir im Stadtquartier, die wir auf der Straße brauchen, nicht beachten. Immer dann, wenn wir sie nicht beachten, werden wir bestraft. Es ist natürlich schwierig, und das ist ja das Eigentümliche. Wir träumen bis heute immer noch von dem Brunnen vor dem Tore und wie da die Leute unter dem Baum so ein Märchen erzählt werden. Das war schon damals, als bei den Grimms dieses Märchen verschriftlicht wurde, war es auch schon nur eine magische Vorstellung. Aber es ist offensichtlich, diese Dorfgemeinschaft wie eine kleine Familie ist unaushottbar. Und schon vor gut 100 Jahren, genauer gesagt vor 109 Jahren, hat Simmel in Berlin gesagt, ich bin froh, dass dieses ganze Grübel mit dem Gemeinschaftsgeschwätz hinter uns ist, 1901 in Berlin, über 100 Jahre her. Der hat bereits damals gegen die nationalen Mythen, nationalen Schwachsinnigkeiten plädiert und hat gesagt, wir brauchen eine demokratische, eine formal organisierte Gesellschaft, in der ich, Simmel war eben auch Jude, in der ich auch als Andersgläubiger, als Heide leben kann, ohne dass ich ständig darauf festgenagelt werde. Damals war man zur Zeit der Jahrhundertwende, damals waren wir ziemlich faschistisch, ziemlich braun angefärbt, würde man heute sagen. Ja, inwiefern ist es schwierig, nicht? Ich bringe Ihnen jetzt zwei kleine Bilder, eigentlich zwei Bilder bringe ich Ihnen, das dritte, das male ich Ihnen. Das ist Toronto hier, das ist vor dem Bahnhof in Toronto, nicht diese Leute in Toronto, die haben sich auf die Vielfalt des Stadtquartiers einfach eingestellt. Der Händler, der da vor dem Bahnhof die Wurst verkauft, der verkauft eine deutsche Bratwurst. Toronto ist in Kanada, aber gemerkt, geht hier um Hauptbahnhof. Der verkauft tausend verschiedene Sachen, das Bild benutze ich besonders gerne, weil es einfach zeigt, die Trivialität, das Schlichte, das Einfache, mit dem dieser Mensch, der sein Geschäft dort betreibt, eben die Vielfalt des Stadtquartiers ernst nimmt. Was er glaubt, was auf der Welt verlangt wird, das sagt er, wird er von Toronto verlangen und das biete ich da an. Ob diese deutsche Bratwurst deutsch ist, möchte ich sehr bezweifeln. Aber es macht ja auch nichts, Hauptsache es klingt so.